Heute wird es wieder widerlich, Freunde. Vier weitere Disziplinen stehen in We Play auf unserer Liste. Billard, Angeln, irgendwas mit Kühen und Panzer. Und Steffi, bist du bereit? Kühe und Panzer trifft sich sehr gut. Da kann ich dir ein paar interessante Geschichten aus dem Schweizer Militär erzählen. Aber vielleicht an einer anderen Stelle, meine Freunde. Jetzt wollen wir erstmal Billard spielen. So sieht's aus. Mit Stöcken und Bällen. Let's go. Das dreckigste Spiel wird das jetzt gleich. Ja, sorry Leute, die Krapfen waren gut. Das muss ich einfach sagen. Kurz für euch zum Kontext. By the way, Freunde, ich bin jetzt blau. Nicht vom Alkohol. Aber ich habe immer noch denselben Mii. Aber nachdem wir jetzt die Reaver-Bedienung neu verbunden haben. So, move the cursor over the cue ball and press B. Ja, ich krieg das hin. Oh, ich glaube, das war nicht so gut. Mashallah, der ist eingeschlagen. Digga, okay. Nice, okay. Du musst irgendwie auf den Ball zielen. Da, genau. Ah ja. I see. Dann B drücken und Feuer und dann richtig weit zurück. Okay, da feuern wir jetzt mal eine gute Ladung rein. Ne? Ja, schön massieren. Release B as you push the... Ah, du musst B lo... Alter, Mann! Wenn du schwarz eingelocht hättest. Ist das Spiel so nah am Billard? Schau mal den Orangen, ey. Ja. Ist das Bild so nah am echten Billard, das Spiel, dass man verliert, wenn man schwarz einlocht? Ja, ich bin mir nicht sicher. So, dann machen wir erstmal Mashallah den Kollegen hier rein. Ja, das ist ja gratis dann fast, ne? Ja, schön mittig. Und jetzt B loslassen, oder? B loslassen und pushen. Jawohl. Oh! So, darf ich nochmal? Theoretisch ich schon. Ja, glaub schon, oder? Wenn man Foul! Du hit the target ball first. Ach, kann es sein, dass du bei deinem Rums schon eine volle eingelocht hast und ich die gestreifen habe? Aber target ball heißt die aim the, okay? Du bist da. Die gelbe muss ich jetzt rein. Hä, warum musst du denn die gelbe treffen? Hä? Okay. Ah nee, du kannst jetzt den Ball irgendwo platzieren, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ach so, okay, aber das ist trotzdem das Ziel. Ich glaube, du musst den einlochen, aber ich weiß nicht, warum. Also sind das irgendwelche Hightech-Billard-Regeln, von denen wir nichts wissen? Mit dem Steuerkreuz kannst du noch. Was kann man mit dem Steuerkreuz? Ich sehe. Okay. Nee. Jawohl, okay. Nee, ich würde noch weiter. Aber das musst du sagen. Ich will dir nicht reinreden. Nee, ich glaube, das passt schon so. Aber warum habe ich den jetzt verkackt? So. Oh, jawohl. Mit ganz viel Gefühl. Souverän eingelocht, meine Freunde. Bolster. Ach, okay, du musst immer die vorgegebene einlochen. Das ist gar kein richtiges Billard. Aber guck mal, da drüben ist jetzt, warum sind jetzt da drei? Nee, das die Pfeile gehören zu der Menüleiste. Du musst die blaue einlochen. Okay. Ja, gut, ja. Ja, gut, okay, dann machen wir das. Hallo? Da war mal, Junge. Steuerkreuz muss er rum. Ich will eigentlich... Da unten, da ist die. Ah, ja, yeah, true. Ich bin da immer so ein bisschen... weiß nicht, Digga. So, okay, komm, mach mal mit. Hey, das kann niemals was Stopp! Werden. Meine Freunde. Hier wird die richtige Kugel ins Loch gestoßen, meine Freunde. Wo? Auf das Eckloch auf der anderen Seite vom Tisch war das gerade. Ich hab's gespürt. Du hast gar nichts gespürt. Du hast einfach reingehackt wie ein Bauer. Ja, aber das ist ja das Gleiche, Digga. Du hast einfach... Wie hoch ist die verschissene Wahrscheinlichkeit dafür? Alles ist so... Also ich glaube, der ein oder andere würde mir zustimmen, wenn ich sage, das ist Mathe. Ich kenne mich mit Mathe null aus, Digga. Ich war übel bad, aber ich glaube, irgendwie so war das. So, aber ich muss jetzt den roten einlochen. Und das Problem ist, wenn ich den gleich einloche, dann haben wir ein Problem. Das wäre ja dann nicht gut, oder? Das wäre ja dann irgendwie Schiebung im wortwörtlichen Sinne. Ich schieb dich gleich aus diesem Studio raus, dann gehst du in die Schweiz und kommst nie wieder zurück. So, jawohl, let's go. Ja. Oh, das ist ja ärgerlich. Aber kriegst du jetzt Minuspunkt oder so? Ich meine, eingelocht ist eingelocht, ne? Aber warum, wo ist denn jetzt der weiße Ball? Warum ist die weiße Kugel jetzt weg? Oh, scheiße, das war ein bisschen dumm platziert. Nee, ich darf dir jetzt einfach neue Dinge. Ja, aber warum? Das ist die Frage. Weil du einen falschen eingelocht hast. Ach so, okay. Ich dachte, die weiße Kugel darf man nur dann platzieren, wenn man die weiße einlocht. Oh, nee, das will ich nicht. Na ja, gut. So, man muss schon behutsam schauen, wie man die Kugel... Ich hasse mein Leben. Wie man die Kugel trifft, ne? Zum Einlochen dann. Halt einfach die Fresse. So?
Freunde, wenn es um Bälle und um Schläger geht und ums Einlochen und ums Stoßen, dann kann mir der Young Hübi hier aber nichts vormachen, meine Freunde. Dafür habe ich zu viele Haare gelassen in meinem Leben. Okay. Das war natürlich strategisch. Faul? Ach, man kriegt... Ach so, wenn man die Kugel nicht trifft. Ja. Okay. Ja gut, dann ist wieder ein bisschen experimentell, was du hier gerade machst, ne? Wie du die platziert hast schon wieder. Aber du willst uns natürlich nur den Skill beweisen, damit es nicht ein gerader Schuss wird, sondern so ein skilliger oder wie? Okay, also... Wie hättest du es denn platziert? Gerade vors Loch. Also ich weiß ja nicht, my guy. So, gucken wir mal. Schauen wir mal, Freundchen. Da! Nein! Nicht da! Jawohl! Maschallah! Ja, das ist. Ja, das wäre was geworden fast, ne? Ja, das ist ein bisschen räudig. Schau mal, das, nee, das ist voll. Das ist doch perfekt. Da muss man nur. Genau. So, aber dann. Noch mehr? Ja, Mann. Hey, Digga, hör nicht auf mich, ne? Aber, macht es eigentlich irgendeinen Unterschied? Ich habe keine Ahnung. Trifft? Wahrscheinlich. Vielleicht kannst du die so zum Springen bringen oder so. Ja, damit aber da muss ich eigentlich nur so ganz leicht anmassieren, ne? Ja, ja. Das Ding ankneten. Scheiße. War ein bisschen, viel. Ja, könnte eine längere Runde werden, Freunde. Das Minigame, das könnte eigentlich eine eigene Folge bekommen, das Teil. Ja, echt so. Na gut. Warum hast du eigentlich sechs Kugeln? Du hast doch keine sechs Kugeln eingelocht. Absolut keine Ahnung, Digga. Warum ich so viel Sex habe, Bro. Frag mich einfachere Fragen. So. Zack. Jalla! Ach komm, gönn jetzt. Gönn jetzt. Ach komm, gönn jetzt. Gönn jetzt ein Loch, Digga. Warum spielen wir eigentlich nicht ganz normales Spiel? Das ist gut. Ja, wobei, schwierig. Ja, aber ich weißt du, das Ding ist, der wahre Flex ist, wenn du gar nicht hinguckst. Das Scheiße. Das wäre sehr cool gewesen jetzt. Es war auch sehr knapp. Komm, das ist das. Es war auch sehr knapp. Ja, Bruder. Es war auch sehr knapp, Digga. Da muss ich jetzt sehr anstrengen. Da muss ich jetzt schwitzen. Da muss ich jetzt aber da musst du jetzt, glaube ich, doch ordentlich reinhacken, damit der wegprallt, oder? Ja, ja. So, den können wir mal. Ja, schön. Ja, eher von unten, dass du Backspin bekommst. Ich weiß nicht wie. Schön in die Mitte, Freunde. Ich hasse dieses Spiel. So. 4 Punkte! Warum kriege ich 4 Punkte? Weil du wahrscheinlich schon 4 Bälle, also kriegst du wahrscheinlich jeder Ball, den du versenkst, gibt einen Punkt mehr. Wenn du jetzt triffst, kriegst du 5 Punkte. Okay. Ja, die Sache ist halt die, das ist jetzt sowieso eine praktisch unmögliche Kugel. Außer man ist natürlich Billiard-Profi, aber das... Gönnung. Ja, das... Gönnung. Komm, bitte. Bitte, Spiel. Gönn mir bitte diese eine Kugel. Schön aufs Kinn zielen. Jawohl. Ich habe nicht mal einen Punkt bekommen. Ich krieg dafür nicht mal einen Punkt. Es steht immer noch... Digga, jetzt! Jetzt massier doch diesen Ball, Junge! Mach mal was! Warum macht er das nicht? In der Vorwärtsbewegung musst du loslassen. Wie kannst du 10 Punkte haben, wenn du nicht mal weißt, wie du den Ball massierst? Das Problem ist, ich... Nee, komm, lassen wir das. So, das Bälle massieren ist normalerweise meine Spezialität, aber das mache ich, das ist ja nicht das Gleiche. Wunderschön. Ja, das ist jetzt quasi unmöglich zu spielen. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wie oft habt ihr so in eurer Freizeit schon Bälle massiert? Ist es ein Ding, was ihr öfter mal tut? Ich habe Minuspunkte gemacht. Kann man Minuspunkte machen? Es steht -6:19. Play a different game. Jetzt. Ja gut. Wie sieht eigentlich der Zwischenstand aus? Ich weiß nicht, wie viel es beim letzten Mal stand. Das werden wir am Ende dann einblenden. Wir gucken jetzt kurz nach. Warte mal, das Ballon-Game hast du gewonnen. Aber warte mal, wir gucken das dabei. Das Zählspiel hast auch du gewonnen. Ja, mashallah. Jetzt steht es 3:3. 3:3? 3:3 steht es insgesamt. Okay. Ja, dann ist es ja wunderbar. So. Angeln, Kollege. Ah ja. Quasi so steuern und wenn einer anbeißt, so. Hm? Bruder, jetzt schön die Lunte auswerfen. Warum? Hä? Nee. Warum habe ich Minuspunkte bekommen? Was habe ich falsch gemacht? Jetzt habe ich wieder Punkte bekommen. Ich weiß nicht, warum ich gerade... Aber wir haben den beide gerade gezogen, oder? Ich weiß es nicht. Hä? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Digga, ich guck vor allem bei deinem Arm die ganze Zeit. Weißt du? Ja, du musst auf Rot gucken, Bruder. Ganz komisches Spiel. Zack, zack, zack. Easy. Ich habe schon 4 Fische rausgezogen. Oh, Maschallah, was ist das für einer?
Ja, der gibt Minuspunkte. Das habe ich auch schon festgestellt. Ach, dieser Sohn. Dieser Graue. Ja, komm, jetzt beiß an. Zack. Touchy Fisch. Ja, ich raff's halt nicht, ne? Mit dem werde ich nicht rausziehen. Das ist der Minuspunkte-Fisch. Der Minusfisch. Zack. Oh, shit. Könntest du bitte aufhören, da zu angeln, wo ich angel? Digga, das sagst du? Du hältst doch deine Angel immer da rein, wo ich sie schon reinhaken. Ich war gerade dabei, einen zu angeln, jetzt ziehst du den raus. Warum? 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 Ja, jetzt beiß halt mal, Junge. Hä? Ich raff dieses Spiel nicht. Ich nehme jetzt den großen Regenbogenfisch. Ach, Bruder, jetzt kriegst du da auch Fische. Ja, ich bin aber im Minusbereich, immer noch. Mashallah, 400 Punkte. 400 zu 0, würde ich sagen. Ich weiß da nicht, warum ich manchmal irgendwie mal 2 bekommen habe und was weiß ich. Aber du bist nicht im Minusbereich, du hast 10 Punkte, Bro. Geil. 4 zu 3. Zum Glück gibt's heute kein Brothut, Junge. Falls ihr unsere Wii Party Jugend noch nicht gesehen habt, Freunde. Angucken. Pflicht. Pflichtvideo. So, vorletztes Spiel. Auf Kühen reiten. Geil. Oh. Da müsste ich den Heimvorteil haben, aber ich will jetzt nicht pushen, Freunde. Weil du eine Kuh bist? Nee, weil es da, wo ich herkomme, ganz viele Kühe gibt. Und was macht man jetzt hier? Wir müssen die Vogelscheuchen umrennen. Oh, nach vorne lehnen, damit du Tempo machst. Ach so, wir müssen die umrennen. Ja, ach so, ja. Okay, verstehe. Scheiße. Yes. Ja, wie konntest du boosten, Alter? Wenn du die nach vorne drehst. Mashallah! Wenn ich was nach vorne drehe? Wenn du die so nach vorne tiltest, also nach vorne drehst, deine Wii-Fernbedienung. Oh shit, man kann sogar aus der Bahn geraten, wie im echten Leben. Ja, und ich rasiere dich jetzt. Bruder, du spielst mit dem Mario Kart King. Wow, das wird aus der Bahn geheatet. So jetzt, Mashallah! Oder nicht, Bro, oder nicht. Vielleicht ist meine Kuh auch mittlerweile zu dick für dich. Oh, sehr gut, nimm den König. Da habe ich den King. Oh, und Junge. Da nehme ich die auch gleich nochmal mit. Bruder, jetzt bin ich so im Modus. Oh nee, jetzt ist. Ich liebe es immer, wenn man so diesen Turbo-Boost macht. Aber der ist zu mild. Sehr gut. Nein, komm! Schneller, Bruder, schneller! Den König! Ja! Oh, wie viel? Oh, 160, 190. Du hast mich schon gut weggehauen, Digga. Alter, das Spiel ist aber ganz schön funny, muss ich zugeben. Das ist geil. Der ja, König Meister. Der Kühe. Ja, das war's dann wohl. 5 zu 3, aber natürlich müssen wir das letzte Spiel noch abchecken, denn hier sind die Panzer. Wolltest du nicht eine Geschichte zu Kühen? Oh, da brauche ich einen Nunchuck. Oh, scheiße. Erzähl du mal die Geschichte, ich suche einen Nunchuck. Okay, also, es gibt in der Schweiz ist es so, dass das Militär ja immer noch Pflicht ist. Und manche Leute kommen nach der Rekrutierung in ihre Ausbildung auf dumme Gedanken, weil die sehr viel Langeweile haben, weil die Schweiz ist ja eigentlich ein neutrales Land und führt nie Krieg. Und trotzdem muss man, naja, zur Rekrutierung und sich da ausbilden lassen. Dementsprechend kommt die ein oder andere Langeweile auf. Und es gibt aber ein Buch, in dem steht, was das Schweizer Militär sich schon alles geleistet hat. Und es gab da mal einen Fall im Schweizer Militär. Bitte die Anzeigen jetzt nicht an mich, sondern an Hübis Postfach schicken, weil das ist ja sein Video und alles, was ich sage, geht nicht auf meine Kappe. Aber es war auf jeden Fall so, dass ein Panzerbataillon sehr viel Langeweile hatte und scheinbar die ein oder andere Kuh zu viel auf dem Feld stand. Überspringen wir mal die ganze traurige Geschichte. Es waren dann ein paar Kühe weniger, auch ein paar teure Panzermunition weniger as well. Du willst erst einmal ab, bitte. Panzern Kühe entfernt. Ja, also in der Schweiz haben sie mal mit Panzern auf Kühe geschossen. Und der Bauer hat dann das Schweizer Militär angezeigt und die mussten den Schadensersatz zahlen. Es war eine sehr lustige Geschichte. Mehr für uns als für die Kuh. Ja, und ich muss an der Stelle aber auch leider sagen, das ist auch das Ende des heutigen Parts, weil ich habe keine 2 Nunchucks. Ja gut, also für die Geschichte kann man schon mal einen Daumen da lassen, Freunde. Das sehe ich auch so. Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann, wie gesagt, lasst einen Daumen da. Hier kommt ihr jetzt noch zur ersten Folge von Wii Party U. Checkt die gerne ab. Wie gesagt, sehr legendär geworden, sollte man gesehen haben. Danke an alle Kanalmember und ja, abonniert gerne, wenn ihr noch weiteren Mii-Scheiß von uns sehen wollt. Jawohl. Peace. Peace.